Merry Christmas. Oh, ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zum Adventskalender. Heute öffnen wir das 11. Türchen, heute ist der 3. Advent und heute geht es um nichts anderes als Call of Duty Infinite Warfare für den PC auf Steam erhältlich. So, wir wollen gleich schon loslegen mit dem Steam Key, allerdings wollt ihr wahrscheinlich noch wissen, wo der Steam Key gestern versteckt war. In dieser Szene war er versteckt. Ich muss dazu sagen, das war wieder ein raffinierter Schachzug von mir. Ich habe extra noch Key dahin geschrieben, damit man es finden kann. Weil ich dachte, sonst findet es keiner, weil ich so gut versteckt habe. So, jedenfalls, wir wollen gar nicht so viel Zeit verschwenden. Ihr wollt wahrscheinlich Call of Duty Infinite Warfare haben. Und deswegen holen wir jetzt hier direkt den Kalender her. Für den 3. Advent. Öffnen das 11. Türchen. Zack. Hier befindet sich der Steam Key. Wieder mal haben wir hier zwei Drittel des Steam Keys. Der letzte Drittel befindet sich in einem Video versteckt, so wie in dem Screenshot, den ihr gerade gesehen habt. Und wenn ihr diesen Key bei Steam eingibt, dann erhaltet ihr Call of Duty Infinite Warfare. Mehr müsst ihr dazu eigentlich gar nicht machen. Einfach nur den Key finden, der in den Videos um wahrscheinlich wieder 15, 17 und 19 Uhr versteckt sind, weil ich mal wieder zu viel gepennt habe. Und ja, das war's eigentlich schon. Wenn ihr allerdings noch zu Weihnachten ein Spiel geschenkt haben wollt, dann schreibt doch einfach einen Wunschbrief an Santa Zero, an meine E-Mail-Adresse. Diese findet ihr unten in der Beschreibung. Den besten Brief werde ich auswählen und der bekommt sein Spiel. Zum Schluss gibt es natürlich einen Tipp von meinem guten alten Freund Barney Stinson. Und der ist heute: Ein Bro singt in einer Bar nicht zur Musik mit. Ausnahme. Ein Bro darf an Karaoke teilnehmen. Ausnahme zur Ausnahme, keine Frauensongs. Wir sehen uns morgen beim nächsten Kalender wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.